Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Minecraft Survival Folge 8. In der 7. Folge haben wir das Rathaus hier erweitert und das Dach ausgebaut. Verfolgt mich nicht, das ist gruselig. Hör auf damit, lass mich in Ruhe. Geh weg. Ach. Und da müssten wir jetzt eigentlich weitermachen, damit hier keine Monster reinkommen. Allerdings hat unsere Baumfarm, die wir auch neu gemacht haben, noch keinen weiteren Baum hervorgebracht. So, wer die letzten Folgen aufmerksam zugeschaut hat, dem dürfte hier eine kleine Änderung ins Auge springen. Ich schaue mal ganz unterschwellig hier auf den Block, der sich gegebenenfalls geändert hat. Es haben sich noch andere Dinge geändert. Ich will euch gar nicht lange auf die Folter spannen. Ich habe hier die Texturen von allen kabelbedingten Blöcken geändert. Es war vorher etwas weicher und dunkler. Es waren andere Steinstrukturen zu sehen. Und ich habe jetzt hier die Cobblestone-Textur überall in die Blöcke, die Cobblestone enthalten und wo Cobblestone von außen zu sehen ist, mit eingearbeitet. Ich hoffe, es gefällt euch. Mir gefällt es auf jeden Fall. Wenn ich den Ofen jetzt in die Wand hier einbaue, dann integriert er sich ganz schön. So, wollen wir den Crafting-Table hier einmal wegnehmen. Und ich würde sagen, hier in die Ecke setzen. Der ist hier ein bisschen im Weg. So, dann ein paar Dinge, die wir nicht benötigen, zwangsläufig. Den Wassereimer benötigen wir eventuell doch, wenn wir in die Mine gehen. Das benötigen wir nicht. Ah ja, wir haben genügend Cobblestone. Ein Stack lasse ich mal als Reserve drin, um weitere Stufen zu machen. Das sollten wir auch tun. Die wollte ich ja noch einschmelzen für ein Eisen-Ingot. Das würde ich sagen, machen wir auch weiterhin. Dann haben wir hier Doppeltruhe. Dann ist hier Platz. Ich würde hier die Betten hinsetzen, in die Mitte. Ja, komm her. So, und Doppeltruhe, dann wäre hier noch Platz. Nein, ich baue die woanders hin. Nicht dort, ich baue sie hier. Wenn da Doppeltruhe ist, Luft. Setze ich hier einen Ofen hin und da schon mal einen Ofen. Dann haben wir es ein bisschen luftiger, ein bisschen schöner verteilt. Ja, wir haben eine Eisenachse, das sollte auch reichen. Dann würde ich sagen, machen wir uns ein paar, zwei Sticks können wir an Stufen craften. Und ich würde auch eine weitere Baumfarm anlegen, und zwar die mit den Birken. Die sollte relativ schnell gehen. Sie ist nicht mal ansatzweise so aufwendig wie diese hier. Also wir müssen nur den Rahmen eigentlich ziehen, die Wege machen, die Blöcke platzieren, den Sapling drauf. Und die Höhenbegrenzung können wir uns eigentlich auch schon sparen. Denn, und es ist ja gerade ein Baum gewachsen, sehr schön, Birken wachsen immer in der idealen Höhe, dass man sie schön fällen kann. Also wir machen hier einmal den Hang wieder weg. So. Ja, bei solchen Touren hier, komm, das machen wir auch direkt weg. Das muss ja nicht hier stehen bleiben. Jetzt ist die Schaufel auch noch kaputt gegangen. Ich glaube, wir müssen uns noch eine weitere machen. Gut, dass wir genügend Cobblestone zur Verfügung haben. Das hier mache ich auch direkt weg, die Ebene. Das ist zu viel. Zu viel ist gut. Ah, schön. Auch hier 3D-Model von Blumen. Finde ich sehr schön. Das Gras wurde auch ein bisschen erweitert. Passt ganz gut. So, ich kann leider nicht mehr sagen, welche Texturen von welchem Texture Pack hier in meiner Kombination drin sind. Wie gesagt, es sind sehr, sehr viele, die hier zusammen kombiniert sind. Daher kann ich keine gewissen Credits geben an die Entwickler. Allerdings stelle ich das Texture Pack auch nicht zum Download zur Verfügung und verwende es wirklich nur in meinen Videos oder für mich quasi. Das heißt, Credits, naja, ihr müsst mir verzeihen, wenn ich sie nicht angeben kann. Es ist auch schon eine Weile her. Ich müsste recherchieren, welche Textur von wem ist. Ich weiß es auch wirklich nicht mehr. Was ich sagen kann ist, ich habe auf dem von mir selbst kombinierten Texture Pack auch noch Fresh Animations Mod, also Resource Pack, draufgeladen mit den Add-ons. Das heißt, die Mobs haben alle, die Villager zum Beispiel, die rollen mit den Augen, verziehen die Mimik und ziehen Grimassen. Also das ist auf jeden Fall drin. Auch die anderen Entitäten haben andere Models. Die Spinne hat zum Beispiel gekrümmte Beine. Alle Figuren haben Laufbewegungen und weitere Animationen drin. Das ist drin. Die beiden Texture Packs habe ich auch nicht in meinem integriert. Die habe ich einfach oben drauf geladen. Die werde ich dann auch unter diesem Video immer mit Credits verlinken. So, dann schauen wir mal. Hier haben wir dann 1, 2, 3, 4 Wasserquelle. 1, 2, 3, 4 und den Rahmen hier vorne. So. Ich muss auch sagen, manche Texture Packs, die ich hier übernommen habe oder manche Texturen, die waren auch zum Teil fehlerhaft. Die waren nicht fehlerfrei. Da musste ich dann auch im Code noch schauen, dass keine fehlenden Texturen angezeigt werden. Da denke ich mir dann auch, okay, wenn jetzt jemand ein Texture Pack rausbringt, dann sollte er es wenigstens mal geprüft haben, bevor er dann irgendwie
das zur Verfügung stellt. Es waren echt grobe Schnitzer drin. Die Texturen waren schön, deswegen habe ich sie übernommen, aber das Texture Packs an sich, die Struktur, die war brüchig und in sich einfach fehlerhaft. Das war schrecklich. Nun gut, so, die Fehler haben wir ja behoben, also Schwamm drüber. So, haben wir das hier. Machen wir das hier mal weiter. Gut, genügend Erde haben wir auch zur Verfügung. Ziehen wir erstmal den Rand hier mit Cobblestone. Schon mal andeuten, wo. Und dann können wir die Erde, die wir gefarmt haben, unten an den Hang anschütten, um ihn abzufangen. So, jetzt müssen wir gerade mal schauen. Oh ja, und wir müssen sehr viel abfangen, sehe ich hier gerade. Das sieht wenig aus, aber wir wollen es ja auch richtig machen. Und ihr seht, das ist jetzt eine mühselige Arbeit, das Ganze hier einmal schön zu machen. Ja, wir könnten das jetzt einfach so stehen lassen, aber das möchte ich nicht. Ich möchte, dass es auch wirklich dann schön wird. Zwei Abstand, noch einer, zwei Abstand, noch einer. Ich setze die auch. Muss ich die überhaupt auf den Block setzen? Ich glaube nicht. Ich glaube, die kann ich sogar so platzieren. Das ist das Schöne bei Birken. Warum ich sie auf einen Block setze? Ganz einfach, wäre der Baum jetzt hier unten auf der Erde drauf, dann hätte ich hier Blätterwerk, weil ich wegmachen muss. So komme ich direkt an den Stamm dran. Man kann sie einfach leichter fällen. So, hier machen wir dann auch wieder Weg. Das hat mich echt verblüfft, dass das geht mit dem Erdblock. Ich habe es aber auch noch nie ausprobiert, muss ich sagen. Man lernt echt nie aus. So, dann hier die weg. In der Mitte kommt noch einer hin. Das kommt auch noch weg. Dann können wir hier die Birken quasi schon platzieren. Für die Beleuchtung würde ich auch noch ein paar Fackeln hinsetzen. Noch sind wir nachts nicht sonderlich aktiv und müssen immer wieder zurück. Sobald wir das Dorf ein wenig gesichert haben, können wir auch länger in die Mine. Und sollten dann hier auch wegen Beleuchtung mal schauen, dass wir das alles schön ausleuchten. Schönes aus. Cool. So, den Hang müssen wir jetzt abfangen. Der erste Tag ist gleich auch schon vorbei. Meine Güte, die Zeit vergeht ja wie im Flug. Das sollten wir gar nicht alles schaffen hier in dieser Folge. Nur die Baumfarm. So, das Gras machen wir weg. Das schütten wir an. Und da müssen wir mal schauen. Erstmal hier eine Stufe. Dass wir die Erde nicht mehr sehen, dass da Gras überwachsen kann. Ist auf jeden Fall schon mal verkraftbarer. So, dann die zweite Stufe. Das brauchen wir nicht zwingend. Erst später, wenn wir noch eine Ebene hinzufügen wollen. Dann kommt das noch mit dabei. Jetzt habe ich die Erde, glaube ich, gerade in die Kiste gelegt. Ist aber auch gar nicht schlimm. Hol ich sie mir einfach. Wir sind ja nicht weit entfernt. So, das kommt noch weg. Da kommt noch Erde hin. Und das wollen wir auch anschütten. Ihr seht, wohin das Ganze geht. Ich lasse es auslaufen. Vom Rand immer ein Block stufenartig nach unten. Der erste Tag ist jetzt gleich auch schon vorbei. Gehen wir kurz mal ins Bettchen. Einmal Haier machen. Danach geht's weiter. So, das haben wir auch. Dann schütten wir das hier an. Also das kann schon einiges an Erde kosten. Aber wir haben auch genügend gefarmt. Sollte gar kein Problem sein, das alles zu ersetzen. So, hier vorne muss auch noch was hin. Das sieht schon mal ganz gut aus. Am liebsten hätte ich natürlich, dass hier auch noch ein Rand ist und dass wir dann runtergehen. Ich glaube, so viel Erde haben wir dann allerdings nicht. Das können wir auch nachher nochmal aufbereiten. Es wird schon langsam dunkel. Und ich bemühe mich mal um einen Schlafplatz. Ja, hier in der Mitte ist noch sehr dunkel. Aber das ist bei den Baumfarmen meistens so. Hey Kollege, bei dir habe ich noch nicht gepennt. Ja, jetzt konntest du nicht schlafen, ne? Hast eh keine Arbeit, kannst ja jetzt schlafen. Also echt. Das ist auch noch so ein Projekt. Wir müssen den Villagern auch mal einen Beruf beibringen. Dazu weiß ich noch nicht, ob ich eine klassische Trading Hall errichten möchte, wo sie sich alle sammeln. Eigentlich möchte ich versuchen, sie ihrem freien Lauf hier zu lassen, dass sie hier durch das Dorf gehen können, ihr Leben leben können und einfach nur so einen Beruf haben. Das heißt, jedes Haus sollte nachher irgendwie einen Beruf darstellen, dementsprechend ausgebaut werden. Und wenn wir was benötigen, gehen wir dann zu dem entsprechenden Villager. Eine Trading Hall ist natürlich auch vorgesehen, aber erst später, wenn wir dann irgendwie einen Villager Breeder haben und weitere Villager dem Dorf hinzufügen können, dann ist das Dorf nachher überlastet, wenn die hier alle rumlaufen. So, machen wir immer weiter, den Hang eben anschütten. Dann sind die Bäume auch schon gewachsen, dann können wir die fällen. So, das haben wir. Am Anfang sehr mühselig. Jetzt haben wir keine Erde mehr. Okay. Gehen wir die mal schnell holen. Die Bäume hier vorne können wir auch schon fällen. In der Zeit können ja schon neue wachsen. Einmal weg mit dem, weg mit dem. Der ist auch schon wieder gewachsen. Schön, dass es ein kleiner oder mittlerer Baum ist und nicht so ein großer. Wobei der große da auch nicht störend wäre. Ist ja für Dekozwecke ganz in Ordnung. Ja, was willst du denn? Das ist zum Beispiel Fresh Animations, wenn die so wackeln und mich mit den Augen angucken. Ich finde, das ist ein ganz schönes Resource Pack. Ich habe auch nicht gewusst, dass es mit einem Resource Pack geht. Dass man keinen Mod dafür braucht. Das haben die echt super gelöst. Auch das Watscheln da hinten von dem Eisengolem. Sehr schön. Das bringt echt Leben hier rein. Ja, ihr habt alle keine Ahnung, was ihr machen sollt. Dann lasst mich mal hier vorbei. Ich bin hier der Einzige mit Plan. So, machen wir das hier mal weg. Und die Erde nehme ich mit, ne? Die muss ja nicht hier drinnen bleiben. Haben wir auch ein bisschen mehr Platz in der Kiste. Wäre ja ganz schön.
Kriegen wir hier Saplings raus? Das wäre auch wichtig. Muss ich gerade mal gucken. In der letzten Folge habe ich verpasst, die Saplings einzusammeln. Die sind nachher schon despawned. Das wollen wir natürlich nicht. Wir möchten hier die Baumfarm natürlich auch voll und ganz ausnutzen. Wir brauchen noch wirklich sehr viele Ressourcen. Wieso kriegen wir hier keine Saplings raus? Ach herrje, wie ärgerlich. Da ist einer. Ich habe einen bekommen. Hier ist auch noch einer. Die zwei Bäume können wir schon mal nachpflanzen. Leider keinen extra, dass wir hier den Rest auch noch bestellen können. Aber gut, so ist es halt. Die Birken-Saplings hätten wir theoretisch auch schon mitnehmen können zum Anpflanzen. Das mache ich aber später. Erstmal mache ich jetzt hier den Hang weiter. So. Ja, das ist halt der Nachteil, wenn man am Berg wohnt. Man hat immer einen großen Hang. Ne? Den möchte ich natürlich abfangen. So, was ist mit dem Baum hier vorne? Der ist ja ganz schön und ganz nett, aber der steht uns gerade im Weg. Das heißt, wir fällen ihn. Da gibt es auch keine Nachhaltigkeit. Wir wollen auch nicht, dass in Zukunft hier einer steht. Der muss weg. Aus bautechnischen Gründen muss dieser Baum hier weichen. Wir können ihn ja an anderer Stelle nachpflanzen. Schauen wir mal, ob wir hier noch Saplings rausbekommen für unsere Baumfarm. Einen haben wir schon mal. Sehr gut. Da ist der zweite. Einen Apfel können wir auch gut gebrauchen. Und die letzten beiden. Okay, davon ist auch noch einer. Sammeln wir das mal kurz ein. Perfekt. Dann würde ich sagen, gehe ich mal kurz hoch. Birken-Saplings nehme ich jetzt doch. Die können ja auch wachsen in der Zeit. Beziehungsweise ich kann hier den Baum erstmal fällen und direkt nachpflanzen. Saplings habe ich ja. Fäll ich den hier auch? Ich finde es interessant, dass die sich hier sammeln, wo ich bin. Ja, in so kleinen Gruppen und dann Unterhaltungen führen. Ist immer ganz witzig mit anzusehen. So, dann schauen wir mal. Birken-Saplings. Habe ich keine bekommen? Scheinbar nicht. Ich sehe keine. Wenn ihr doch welche seht, schreibt es in die Kommentare. Ja. Mhm. Wollte man den austricksen? Ist nicht ganz gelungen. Oh, mein Apfel. Cool. Dann haben wir jetzt die Baumfarm auch komplett bestellt. Sehr gut. Alle weiteren Saplings, die hier runterfallen, können wir dann, wenn ein Baum gewachsen ist, einfach direkt verwenden. So, schauen wir mal. Hier geht es dann weiter. Der Baum ist weg. Wir haben freie Fahrt, den Hang weiter anzuschütten. Das wollen wir nutzen. So. Auch wenn es jetzt nicht so spannend scheint, diese Folge, was hier passiert, ist es doch essentiell. Es ist alles wichtig, was gemacht wird. Am Anfang dauert es natürlich immer etwas länger. Ja. Nachher, wenn die Werkzeuge besser sind, geht es ein wenig schneller vonstatten. Hier ist jetzt erstmal die Devise, das alles schön zu machen. Der Minengang wartet ja auch noch auf unser Zutun. So, und wie ich das jetzt gerade sehe, können wir eigentlich noch eine weitere Ebene anschütten, um auch die Farm hier Gebühren zum Randen. Ich bin kein großer Fan davon, dass das direkt bei dem Rand hier abfällt. Ich habe dann ganz gerne auch nochmal irgendwie ein bisschen Gras drumherum wachsen, um zu wissen, okay, das ist jetzt nicht gerade hier die Kante, hier geht es gleich runter. Nein, hier ist noch ein bisschen Rasen. Das ist eingefasst in den Berg. Das heißt, wir können hier noch die ganze Ebene drauflegen. Genügend Erde sollten wir haben. Hoppala. Dann kann hier auch wieder bekanntlich Gras drüber wachsen. Und die ganze Ecke schöner machen. So, das ist jetzt auch schon zum Teil World Edit, finde ich. Ja, weil man verändert ja hier die Landschaft. Ist natürlich nicht das Programm, wo man hier ganze Berge mit einem Mausklick errichtet. Aber im Survival ist es auf jeden Fall schon die Kategorie World Edit. So, das schütten wir auch mal an. Hier unten noch. Und dann können wir hier runtergehen. Dann haben wir das auch erledigt. Dann würde ich sagen, machen wir das Dach weiter von dem Rathaus. Es sei denn, die Zeit reicht nicht mehr aus. Die Sonne geht ja schon wieder unter und die Folge ist dann auch schon wieder vorbei. Das geht ja echt ruckzuck. Da muss man sich überlegen, was man, wie man die Zeit effizienter nutzen kann. Ich möchte natürlich auch nicht euch irgendwie langweilen, wenn ich die ganze Zeit hier den Hang anschütte. Wobei wir jetzt mit der Aufgabe auch schon fertig sind. Das ist immer so eine langwierige Prozedur, die wir jetzt gerade überstanden haben. Hoppala. Die Baumfarm für die Birken steht. Da vorne sind die Saplings, schnell einsammeln, bevor sie wieder despawnen. Das möchte ich nicht. Äpfel können wir auch gut gebrauchen, um Villager eventuell vor einer Infektion zu heilen. Dazu dann noch später mehr. Wie ihr vielleicht wisst, können Zombies Villager infizieren. Und wir können sie dann anhand von einem Apfel, mit einem goldenen Apfel und einem Zaubertrank, können wir sie dann wieder heilen von diesem Zombie-Virus. Und dafür benötigen wir halt die Äpfel. Gut, schauen wir mal, was hier vorne ist. Beziehungsweise den einen Baum können wir hier noch fällen, dann kann der direkt wieder wachsen. So, dann, ich wollte mal gucken, was hier vorne ist, weil hier geht ja der Weg weiter. Den mache ich mal so, direkt den Weg dran. Und hier endet der. Was ist, wenn ich jetzt hier weitergehe? Komme ich runter in die Klippe? Okay. Hier sollten wir uns dann auch überlegen, was wir hier hin machen. Ah, meine lieben Freunde, was sehe ich denn da unten? Hm? Sind das etwa Melonen? Haben wir gerade Melonen gefunden? In dem Dschungelabteil? Ja, wir müssen echt schon. Vielleicht sollten wir eine Treppe hier runter bauen. Weil der Berg ist ja sehr hoch. In der Tat, das sind Melonen. Herrlich. Wir können eine Melonenfarm machen. Jawohl. Die fahren wir auch mal gänzlich.
Die brauchen wir alle, die sind aber echt komisch hier gewachsen, mitten auf dem Hang. Und es wird auch schon wieder dunkel. Jetzt muss ich schnellst schauen, dass ich hier wieder zurück zum Dorf finde. Hoppala. Aber wir haben Melonen gefunden, das heißt, wir können eine Melonenfarm machen. Erstmal noch eine manuelle, später eine automatische. Dafür müssen wir die Mine weiter vorantreiben und das Ganze ein bisschen auf Vordermann bringen. So, schnell mal hier hochhüpfen. Oh, das ist echt ein sehr steiler Berg. Hier sehen wir es etwas steileres. Hier würde ich dann vielleicht eine Mauer oder so errichten und dann eine Treppe runter, dass wir das Dorf dann an der Stelle abgrenzen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Kommentiert, was ihr kommentieren möchtet. Und abonniert auf jeden Fall den Kanal, wenn ihr weitere Folgen nicht verpassen wollt. Wie gesagt, es folgen in Zukunft noch andere Projekte. Ja. Wer hat denn hier die Tür aufgelassen, ihr Tölpel? Das Dach ist offen, aber ich beklag mich über die Tür. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis denn. Ciao.